Hand aufs Gesicht. Komm schon, jetzt geben wir Gas. Ja, okay, gut, wurscht. Das erste Mal. Das passt schon. Passt schon vollkommen, okay, gut. Wir müssen jetzt wieder reinkommen, passt schon. So. Wir kennen uns aus, wir wissen, was wir zu tun haben. Und drauf. Perfekt. Und jetzt aufs Gesicht. Gut, springen. Und jetzt gehen wir hier. Passt perfekt, Alter. Perfekt, perfekt, perfekt. Und jetzt geben wir ihm Sauris. Diesmal machen wir ihn, diesmal das machen wir ihn. Ja, es tut mir leid wegen dem Part vorher, nämlich ich habe dann einfach abgebrochen und habe dann zu spät eingeschalten, deswegen waren wir auch schon da, aber ihr habt nichts verpasst. Sage ich gleich, nämlich wie ihr seht, sie kommen gleich alle. Und ja. Die können wir gleich wieder erlösen, damit das steigt. Ich habe ein bisschen gelesen, nämlich man kann auch so die Lebensenergie aufputschen. Wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Aber das passt schon, das passt schon. So, jetzt schlagt er wieder. Komm, 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 komm. Immer laufen, immer laufen, immer laufen. Sehr brav, sehr brav, sehr brav. Bis jetzt sehr, 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 sehr brav. Jetzt schlagt er. Sehr gut. Perfekt. Perfekt und perfekt und jetzt perfekt und jetzt in den. Was ist? Gott sei Dank. So, Konzentration. Konzentration. Dreieck. Schaut's. Viereck. Perfekt. Und in den Wanst. Oder genital oder was auch immer das sein soll, wir wissen es noch immer nicht. Aber so weit sind wir ja schon gekommen, aber diesmal schaffen wir ihn. Ich werde mich diesmal wirklich bemühen. Kann ja nicht sein, dass wir da hängen bleiben. Ich will auch keine Parts dafür verschwenden, Alter, nur weil ich den Typen da nicht dabei. Okay. Befreien, lösen. Perfekt, perfekt. Du auch gleich. Ja, alle erlöst von mir. Erlösen, erlösen. Und erlösen. Und dich mag ich nicht, du wirst bestraft. So, jetzt mal du. Und spring. Perfekt. Gehen wir ihn wieder. Gib ihn, gib ihn, gib ihn. Und spring. Und gleich wieder. Komm, schwer. Nicht auf Arbeit voll machen da jetzt. Und R2. Und erlösen. Boom. Perfekt. So, dann. Jetzt schlagt er wieder. Jupp. Perfekt. Ja, perfekt. Nein, jawohl, es ist sich noch rausgegangen, Gott sei Dank. Das wäre es nämlich zu lang gewesen. Und auf. Und Geruchsangriff, Mundgeruchsangriff. So, und Ketchup, gib mir. Und weg, 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 weg. Sehr brav. Nein, okay, gut, wurscht. Und links und links. Nein. Das erste Mal los nach rechts. Wir werden das schon schaffen. Keine Angst. Ich habe gute Strategien entwickelt. So viel wie geht. Und. Nein. Perfekt. Und jetzt geht er zurück. Perfekt. Und R1. Und Mundgeruch. Kamehameha. Okay, gut, passt. Wir müssen halt mehr. So. Nein, nicht. Jetzt habe ich einmal zu viel geschlagen. Ganz egal. Noch habe ich Lebensenergie, noch geht es. Komm, streng dich an, Marco. Marco Polo. Herzfehler. Jetzt habe ich meinen richtigen Namen verraten.
Und der 1. Mundgeruch. 1, 2, 3. Und spring. Okay, und komm noch rum. Und spring. Und R2. Jetzt sind wir schon mal weiter, das ist mal gut. So, nach hinten. Nach hinten. Oh, jetzt wird er ausgespießt. Oh, und Kreis. Und. Kreis drücken die ganze Zeit. Okay, perfekt. Was passiert mit ihm? Oh, vollkommen ausgespießt. Wir haben ihn geschafft. Liegt wir gefunden schon wieder. Perfekt. Oh yes, wir haben ihn geschafft. Sehr gut. Das war die Rache. Okay, gut. Da sieht man auch die Blutspur. Wie sie ihn nach hinten gezogen hat. Und bloß keinen Fehler machen. Ich hoffe, jetzt kommt gleich ein Speicherpunkt. 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 Schaut cool aus, so wie er geht, oder? Hat schon einen gewissen Stil. Okay, wo können wir da hin? Ah, da vorne können wir speichern, sehr gut. So. Haben wir das auch? Drücken. Und. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. So. Nach einem kläglichen Versagen und Sterben. Okay. Ah, okay, gut. Jetzt können wir uns abseilen. Okay, jetzt können wir schwingen auch. Ja, eins halten. Okay, passt. Okay, das schaut auch fett aus. Und XX. Okay, perfekt. Wir gehen runter. Komm. Bleib mal ganz ruhig, Dante. Alles ist in Ordnung. Und schwing dich. Und da unten müssen wir was zerstören. Das blinkt schon so komisch. Das heißt, wir können schlagen auch, während wir da oben sind. Okay. Auf die Leiter nehme ich einmal an. Jo, das geht sich aus. Perfekt. Und wir gehen runter. Wir lassen uns fallen. Und gehen runter. Ja, okay, gut. Dreieck oder Viereck, um anzugreifen. Okay, passt. Okay, gut, das ist beides die gleiche Attacke. Jetzt habe ich nämlich Dreieck und Viereck gedrückt. Okay, passt. Das auch. Okay, da oben müssen wir uns festhalten, nehme ich mal an. Das ist viel zu komisch. Perfekt. Und wir springen weiter. Perfekt. Okay. Und da, jetzt kommen Gegner auch noch. Okay, da ist noch einer. Perfekt, haben wir das auch. Und wir springen gleich weiter. Wir müssen ein bisschen schneller vorankommen. Nämlich das mit den Tod, das hat mich jetzt schon sehr genervt, muss ich sagen. Wir springen runter. Bam! Okay. Wir sind tiefer. Was passiert hier? Cutscene. Richard will, dass wir 3000 Gefangene bewachen? Das ist des Königs Befehl. Er will über einen Austausch all dieser Gefangenen gegen das wahre Kreuz verhandeln. Verhandeln? Mit den Heiden? Ich kann euch beide. Oh, wir sind, glaube ich, jetzt in der Wollust. Ich habe ein Weib in Florenz. Dante, tu's nicht. Lasst mich euch beilegen. Ich nehme nochmal an. Die Liebe brachte uns den Tod. Ich nehme an, dass wir jetzt bei den Fremdgehern sind. Der neunte okay, Kreis gut. Erwartet den, schauen der wir mal, mir was das die Leben Alte da gemacht hat. Francesca Gnade de Polenta. Polenta. Okay. Die Liebe war ihr Unglück, als sie sich in Paolo, den Leben jüngsten Bruder ihres buckligen Gemahls, verliebte. Letzt tötete die was? Hab beiden Gnade, Liebenden, als er sie ihren Herrn Ehebruchs, okay, überführte, okay, Ehebruch, eigentlich sollte ich die bestrafen, nämlich Ehebruch ist schon etwas Orges. Aber da wir ja auf Erlösung spielen, erlösen wir sie, aber ich glaube, ich habe ja gesagt, dass ich euch Bestrafung auch zeige. Oder habe ich das schon in den vorigen Part, ich weiß gar nicht. Okay, gut, da das Fremdgehen ist, bestrafen wir natürlich. Boah, in der Hölle.
verdammte Sünder. Ah, okay, gut, passt. Und jetzt können wir da mal, wie viele Seelen haben wir denn? 9000 haben wir. Ah ja, genau, ich habe ja noch gar nichts aufgewertet. Das werden wir jetzt tun. Und zwar halte O fest und lasse los, um die Verteidigung deines Gegners und Konzentration. Okay, gut, das nehmen wir mal. So, je länger du haltest, okay, das nehmen wir auch. Drücke nach einem Konter. Wie ein Konter funktioniert, weiß ich nicht. Das nehmen wir nicht, nein. Der Mana-Balken wird länger. Ah, okay, gut. Der Gesundheitsbalken wird länger. Das nehmen wir uns doch glatt. Wagte gerechten Genie. Ja, das machen wir auch. Weg der Gerechten fügt größeren Schaden zu. So, gibt's das da auch. Dantes Griffattacke erreicht jetzt weitere entfernte Gegner. Das nehmen wir uns auch. Na, wir können nicht mehr. Das braucht 2000 und ich habe 1900. Okay, gut, dann war's das einmal. Und ja, genau. Wollust passt. Okay, gut. Und weiter geht's. Hier nach unten. Die schreit, das ist unglaublich. Okay, gut, ich nehme mal an, das ist der Endgegner. Ich weiß es nämlich. Na, sehr schön, was den da aufgebaut hat. Okay, gut, was ich weiß ist, jetzt kommen so welche Kugeln auf uns zu, nämlich diese da. Und die müssen wir durch diesen Ding halt wieder zurückschicken, damit wir ein Loch durch diesen Sturm da vor uns machen. Bevor ihr das aber macht, das fällt mir jetzt da gerade noch ein, gibt es da vorne irgendetwas zum Runterklettern? Hier? Ja, hier. Etwas. Beglücke mich! Beglücke mich jetzt! Beglücke mich, okay, ja gut. So, hier gibt's wieder was. Da gibt's wieder Reliquien. Perfekt. Die müssen wir uns auch mal anschauen, damit wir ihn ein bisschen aufwerten, den Dante. Wir gehen wieder zurück. Und es gibt noch etwas zum Runterklettern. Und das ist, glaube ich, weiter vorne. Wir springen nochmal. Das gibt es gerade unten drauf. Und zwar hier kann man auch runterklettern. Wow. Schau. Wie wir uns daran erinnern, ne? Wir springen und springen. Ah, die Verdammten da in dieser... diesen Wänden, ne? Schaut schon brutal aus. Okay, passt. Dann nehmen wir das mal mit. Mit sie nämlich an. Toll. Und wir gehen wieder. Hopp. Und jetzt wieder rauf. Rauf. Perfekt, okay, gut. So, dann gehen wir dann noch durch den Ding durch und dann machen wir ein paar Ende, würde ich mal sagen. Das ist ja schon wieder länger her. Okay, passt. So, die Kugel beginnt, wir drücken jetzt nochmal, schauen wir mal, wie wir es erwischen. Ah, perfekt, haben wir es erwischt. Und sie wird zurückgeschossen. Ist da jetzt schon ein Loch drinnen? Ja, okay, gut. Dann wissen wir das jetzt. Gut, wenn ich jetzt vorlaufe, wäre ich jetzt da. Okay, gut, das heißt, wir müssen mitlaufen mit der Kugel. Damit sich das ausgeht. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Warte noch. Und springen um. Jawohl, wir haben es geschafft. Perfekt. So, was erwartet uns jetzt? Mein Gott. Ein Schimmel. Was sind die da? Alter, was sind da? Ein Skorpionschwanz oder irgendwas in der... Okay, gut. Nein, danke. Dich will ich ehrlich gesagt nicht. Was macht er jetzt? Oh, perfekt. Ah ja, die Kreuze haben wir ja auch aufgewertet. Die sind jetzt, glaube ich, sogar stärker als unser normaler Angriff. Okay, das war mal eins. Da gibt es noch einen.
Da werden sicher jetzt wieder drei kommen, so wie immer zum Vorstellen. Ah, da ist schon die dritte. Ah, da sind sogar vier. Komm, griff hier. Komm, jetzt griff hier endlich. Das ist gut. Nämlich, er kann das jetzt fangen anscheinend. Das macht er auch automatisch, nehme ich an. Also zumindest drücke ich da nicht. Das ist gut, dass wir uns das gekauft haben. Boom. Alter, mit den Kreuzen haben wir auch schon weit rein. Okay, passt, das war's. Da hinten gibt's einen Schalter. Schaut aus wie eine Schlange, kann ich da rausspringen? Nein, kann ich nicht. Okay, passt. Dann da hinten gibt's noch was, das nehmen wir uns noch und dann machen wir Part Ende. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Mein Name ist Erzfehler. Ich hoffe, es gefällt euch, mein Let's Play von Dante's Inferno. Comments, Likes, sonstiges Lebenszeichen, vielleicht ein Abonnement von mir wäre auch nicht so schlecht. Stellt mich mal so hin. Ich hoffe, es gefällt euch. Macht es gut, meine Freunde. Tschüss, Baba.